Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ihr seht's schon, wir spielen jetzt Raft. Ich hatte in meinen letzten Game Checks hatte ich das unter anderem vorgestellt und dann hatte ich die Auswahl zwischen zwei, drei Survival Games und dann habe ich mich dazu entschieden, wir spielen hier Raft. Ich muss euch auch ganz ehrlich gestehen, ich habe es schon etwas mal vorgespielt in den letzten Tagen, mal so zwei, drei Stündchen und ich muss ich ganz ehrlich sagen, da drinnen in diesem Spiel kannst du versacken. Es ist der absolute Wahnsinn. Es macht riesen Spaß. Und dann habe ich aber gedacht, wir hauchen das vielleicht ein kleines bisschen rollenspielmäßig an. Wir sind natürlich nur ein Überlebender in unserer Welt und wir spielen das im Singleplayer-Modus. Und dann würde ich sagen, wie nennen wir denn unseren Überlebenden? Ich sag's euch, spielen wir den nennen. Detlef. Unser Detlef ist leider nicht gestrandet irgendwo auf einer Insel oder so, sondern Detlef ist mit seinem kleinen, der wacht auf einem kleinen Floß auf, mitten im Ozean und die ersten paar Folgen werden sich ganz klar darum drehen, das Floß etwas zu erweitern, beziehungsweise unser Raft, dann, ich sag mal, das Überleben auf jeden Fall zu sichern. Natürlich haben wir Durst, natürlich haben wir Hunger, dann müssen wir auf unsere Gesundheit achten, dann werden wir ja, lustige Gesellschaft bekommen. Also im Wasser werden sich dann jede Menge Getier vertreiben. Vertreiben. Ihr seht schon, beziehungsweise ihr hört schon. Also ich bin schon leicht nervös und es ist einfach nur geil, das mit euch jetzt mal anzuzocken, beziehungsweise in einer ersten kleinen Staffel euch mal zu zeigen. Je nachdem, ob es euch gefällt oder nicht, mache ich da, ich sag mal, irgendwann mal ein Event draus, dass wir dann jeden Tag mal zwei, drei Folgen hintereinander wirklich durchziehen, weil das ist absolut geil. Oder dann sonst ganz normal, wie immer, 18 Uhr abends, ich schätze mal unter der Woche, zwei, drei Folgen werden auf jeden Fall online kommen, je nachdem, wie ich es schaffe, das aufzunehmen und zu schneiden. Nichtsdestotrotz, ich habe schon mal was vorbereitet, schaut mal, Weltname natürlich, Detlef, oder wir hätten es auch jetzt nennen können, Detlefs Welt, natürlich kann niemand beitreten, wir betreten das im Singleplayer und dann würde ich sagen, wir treffen uns auf dem Wasser wieder, beziehungsweise auf unserem Raft. Bis gleich. So, und schon sind wir hier. Schaut mal, das ist unser kleines Floß mitten im Ozean und ihr seht schon, was hier so durch die Gegend schippert. Wir sind im Prinzip nur bewaffnet mit einem Haken. Und das habe ich schon natürlich rausgefunden. Mit dem Haken können wir jetzt verschiedene Sachen hier an Land ziehen. Hier zum Beispiel hier vorne kommt auf der linken Seite, also hier seht ihr zum Beispiel Kunststoff. Hier auf der linken Seite sind dann so eine Art Palmenblätter. Und die wichtigsten Elemente sind hier diese Fässer. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil sobald wir hier so ein Fass einsammeln, schaut mal. Da haben wir dann ganz viele Sachen drin. Mit einem Mal, die wir auf jeden Fall hier zum Überleben brauchen. Bauen können wir natürlich hier jede Menge. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel es hier unterschiedliche Teile zum Bauen gibt. Auch die Forschung, wir haben dann irgendwann bekommen wir einen Forschungstisch und können dann mit verschiedenen anderen Utensilien immer mehr Sachen freischalten. Ich sag mal als erstes, was wir hier bräuchten, obwohl das kommt sowieso auf uns zugeschwommen. Mal sehen, ob wir hier das Kunststoff noch erwischen. Hätte mich auch gewundert, oder? Aber das Schöne daran ist, das Kunststoff schwimmt hier gleich an uns vorbei. Die Planke nehmen wir auch nochmal. Bauen, schaut mal. Also mit der Tabulator-Taste kommt man hier ins Baumenü. Und wir brauchen natürlich erst einmal, um den Fortbestand hier zu sichern, brauchen wir natürlich erstmal sehr viele Palmenblätter und sehr viele Planken. Mit den Palmenblättern stellen wir uns hier Seile her. Das habe ich auch schon rausgefunden. Zack. Und dann können wir auf jeden Fall erstmal einen Bauhammer bauen. Ja, den Bauhammer, der wird dann hier unten im Inventar, liegt dann. Wir können dann hier oben erst einmal unsere normalen Mats, würde ich vorschlagen, die packen wir ins Inventar, das brauchen wir hier nicht. Und hier unten auf der linken Seite seht ihr übrigens noch ja, unseren Nahrungsvorrat, beziehungsweise unseren Durst, ne? Unseren Hunger, unseren Durst. Und das müssen wir natürlich hier auch sichern, das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir regelmäßig essen, dass wir regelmäßig trinken. Und ich sage euch, das dauert gar nicht so lang. Und schon haben wir Hunger. Schaut mal. Jetzt machen wir unser Raft ein bisschen größer. Und ich sage euch auch warum. Weil hier unten ein Kamerad rumschwimmt. Das ist jetzt nicht wahr. Ist egal. Hier unten schwimmt ein Kamerad rum. Schaut mal. Und dieser Kamerad, der hat es auf uns abgesehen. Der möchte uns gerne zum Frühstück, zum Mittag, vielleicht zum Abendessen. Lässt er noch ein bisschen was übrig. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber ich kann euch sagen, dass mit dem
Freundschaften, nee. Also mit dem eine Freundschaft schließen, auf keinen Fall. Weil der macht mit uns kurzen Prozess, das kann ich euch sagen. Und deshalb sollten wir das Raft, ich schätze mal, wir sollten hier auf jeden Fall schon mal so eine... Ich weiß nicht, so eine... Schaut mal, jetzt haben wir 2x3 und ich sag mal, das nächste kleine Ziel wäre hier, weil man soll ja immer erstmal klein anfangen, würde ich vorschlagen, wir arbeiten hier mal. Sehr schön. Du kommst nachher. Und du kommst wieder. Obwohl, dies schwimmt alles auf uns zu. Das heißt, da könnten wir uns ein bisschen Enderhaken sparen. Hier. So, ja, das wäre schön gewesen, aber nee. Aber hier kommt Fässer, schaut mal, es kommt Fässer, ich glaub's nicht. Fein ja, wie viele? Mist. Okay. Dann müssen wir unser Raft schon mal hier vergrößern, damit wir hier an das Fass kommen. Und übrigens, je höher man das Ding wirft, ich glaub's nicht, je höher man das Ding wirft, desto weiter fliegt es natürlich. Da muss man dann aber aufpassen, dass man das zeitnah abwirft. Ne, das Fass, das können wir schon mal vergessen. Und der Hai wird auch gleich kommen. Übrigens, ich habe gelesen, dass der Hai jede 5. Minute, wie es aussieht, angreift. Und dann knabbert er uns... Dann knabbert er uns hier ein Stück von unserem Floß weg. Das ist ja noch ein Floß. Das ist ja noch kein richtiges massives Monstrum, wo man richtig drauf überleben kann. Und so weiter und so fort. Sondern das ist erstmal der Anfang. Das ist ganz klar erstmal der Anfang. So. Aber das Schöne ist dran. Wir haben jetzt hier so viele Fässer aufgehoben, dass wir jetzt sagen können, wir erweitern auf jeden Fall jetzt erstmal hier hinten. Dazu bräuchten wir vielleicht noch hier einen Kunststoff, wenn alles schön wäre. Na komm hier, mein Freund. Komm hier. Ah, super, Dankeschön. Und dann ziehen wir uns hier gleich noch die Planke. Übrigens, in diesen Fässern, wie ihr das hier seht, befindet sich auch ein bisschen was zu essen. Also hier ist zum Beispiel eine Kartoffel und hier ist zum Beispiel eine Rübe. Na, übrigens kann man die Kartoffeln wie auch die... Und da hört er ne? Ja, wir können uns noch nicht wehren. Es macht nichts. Für das erste Mal werden wir es mal so hinnehmen. Dann haben wir wieder 5 Minuten Zeit. Na, das ist eine niedliche kleine Insel. Da gibt es garantiert auch irgendwas drauf, was wir bestimmt gebrauchen könnten. Schaut mal hier unten die Riffe. Übrigens, ja... Soweit bin ich schon beim Zocken gekommen. In den Riffen verbergen sich allerhand nützliche Sachen, allerhand Erze, allerhand, allerhand, allerhand. Das ist nicht dein Ernst, oder? Jawohl, es gibt gleich mal 3 Palmblätter hier drüben. Das holen wir uns auch. Zack, zack. Boah, perfekt, schaut mal. Geil. So. Jetzt gehen wir auf jeden Fall hier in die Richtung weiter, würde ich vorschlagen. Da hinten gibt es schon wieder die Fässer. Und ja, wie gesagt, es kommt also die Strömung natürlich auf die Inseln oder an die Inseln, die ist natürlich ziemlich wenig. Das heißt, wir haben hier jede Menge Zeit, alles schön an Land zu ziehen. Und übrigens, nebenher, wenn wir das aufnehmen, können wir sogar die Dinge, die unters Floß gespült werden, die oder die beziehungsweise hier, schaut mal, am Floß vorbeigehen, können wir uns auf... Nein, das ist nicht dein Ernst. Kriegen wir das noch oder kriegen wir es nicht? Natürlich. Sehr schön. Können wir trotzdem noch aufnehmen? Das wollte ich sagen. So. So, und der Deadlife macht das hier ziemlich gut. Bin ich ganz ehrlich. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass er so gut hier ist im Werfen. Die Planke holen wir uns noch. So. Dann würde ich schon vorstellen, genau, dann würde ich vorstellen, ich würde dann schon vorschlagen, dass wir auf jeden Fall jetzt demnächst vielleicht mal mit etwas Essbarem oder etwas Trinkbarem anfangen. Weil das brauchen wir jetzt auf jeden Fall, weil schaut mal, das geht langsam alles so zur Neige. Ich würde sagen, wir bauen noch eine, ja, wir bauen noch einmal seitlich, bauen wir es noch aus. Und dann werden wir hier anfangen in die Mitte, werden wir hier auf jeden Fall mal anfangen irgendwas hinzustellen. Was mit was man essen machen kann und was mit was man trinken machen kann. Dazu hätte ich vielleicht schon mal gerne, natürlich soweit habe ich schon gezockt, hätte ich dazu noch gerne so ein kleines Gartenbeet angenommen, beziehungsweise angelegt. Ja, man kann ja auch
Man kann ja auch seine Gemüse, was man hier in den Fässern ergattert hat, kann man auch in Gemüsebeeten anlegen. Und das kann man dann vermehren. Das heißt, pro Gemüse, was man dann angelegt hat, bekommt man 2 raus. Das heißt, man kann das richtig vervielfältigen und verdoppeln sogar. So. Was könnten wir denn noch? Ah, wir können noch. Also einmal Elemente hätten wir noch. So, ja, sorry für das ganze Gewackel. Das war beim ersten Mal durchzocken bzw. anzocken, war das noch viel, viel schlimmer. Weil vor Nervosität und dann versucht man das zu ergattern und das zu ergattern. Und das Schlimmste hier an diesem Spiel ist wirklich die Ungeduld. Weil wenn man dann so sagt, nein, da ist ein Fass am Floß vorbeigeschwommen und so weiter und so fort und man will das unbedingt haben und springt noch ins Wasser, dann hält man, ich glaube, drei Haibisse hält man aus und dann ist vorbei. Und das Schlimmste ist dran, alles, was wir im Inventar haben, alles, was im Inventar drin ist, also ist der Haken kaputt, ist verloren. Und zwar spielen wir auf normalen Schwierigkeitsgrad, das muss ja ein bisschen Herausforderung bieten. Und da ist es so, dass wir, egal wo wir sterben, wir selber natürlich, wir selber können ins Leben zurückkommen, aber alles, was wir im Inventar haben, alles, was wir auf Inseln finden zum Beispiel, oder, das ist alles unwiederbringlich weg. Das heißt, wir müssen ganz genau aufpassen und ich sag's nochmal, die Gier ist ja ganz, ganz schlimm. Also meine Ungeduld, die zahlt sich dann hier überhaupt gar nicht aus. Hier hinten kommt so eine eckige Kiste. Die hat es natürlich auch noch in sich. So. Jetzt sieht sie eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir sollten dann jetzt in naher Zukunft auf jeden Fall mal anfangen. Seile. Kunststoff. Das ist ein Stein. Sollten wir auf jeden Fall mal anfangen, was Essbares bzw. was Trinkbares herzustellen. Beziehungsweise so mal. So, das ging hier. Und zwar hier hätten wir einen Grill. Und dann hätten wir hier einen Reiniger. Da bräuchte man natürlich so ein bisschen Kunststoff. Ja, und der Hai, der isst uns auch gleich wieder auf. Ja, das ist ein Reiniger. Den Grill haben wir schon mal. Ich würde vorschlagen, den Grill bauen wir mal hierher. Ne, weil ihr wisst ja, Durst ist schlimmer wie Heimweh. Aber Hunger ist noch ein bisschen schlimmer. So, ein bisschen Kunststoff brauchen wir noch. Ich glaube sogar noch das eine hier und dann sehe das eigentlich gut aus. Warum schwimmen jetzt hier immer 2 Bretter durch die Gegend? Das verstehe ich nicht. Das hatte ich bei meinen ersten paar Spielstündchen hatte ich das nicht. Okay, wir bauen noch einen einfachen Reiniger. Den stellen wir gleich mal daneben. Ich würde sagen so hier. Dann packen wir da mal Planken unten drunter und dann brauchen wir hier ganz wichtig... Und da brauchen wir auch noch ein bisschen Kunststoff dazu. Dann brauchen wir auch noch eine Tasse. Und in der Tasse werden wir dann unser Salzwasser an Land ziehen. Werden dieses Salzwasser kochen. Und werden dann mit dem gekochten Salzwasser, was dann kein Salzwasser mehr ist, werden wir dann was trinken können. Das machen wir dann 2-3 Mal und dann sieht die Sache schon gut aus. Ich würde gerne diese Palmenblätter hier bekommen. Dankeschön. So, das ist auch noch Kunststoff. Perfekt. So. Jetzt bauen wir hier gleich mal eine leere Tasse. So, schaut mal. Also, mit Salzwasser füllen. Das habe ich schon rausgefunden, wie das funktioniert. Das ist genauso hier mit dieser Rübe. Da packt man Planken unten drunter und dann geht das los. Und das ist jetzt schon ein ganz kleines bisschen Stress, weil man muss jetzt aufpassen. Essen muss man verwalten, trinken muss man verwalten. Natürlich kann man von jedem deutlich mehr bauen. Dann schwimmt der Hai die ganze Zeit hier durch die Gegend. Also ist es, ja, es ist nicht ohne. Ne? Jetzt wisst ihr mal, um was es geht. So, das Zweite ist schon mal, das ist schon mal absolut perfekt. Das Nächste, was wir bauen, ist hier, schaut mal, so eine kleine Anbaufläche. Die 3, sage ich mal, so als Anfangsding, so als Anfangspunkt, sage ich mal. Mist, da bin ich verklickt. So. Das mal als Anfang zu haben, ist wirklich gut, weil wir können jetzt wir können erstmal mit Süßwasser füllen. So, dann trinken wir erstmal was. Schaut mal, ne? So geht das. Also trinken, zack, wird wieder geplankt.
Hier hat man noch gegarte Rübe, die essen wir. So, dann sieht das schon mal wieder besser aus, oder? Und die Kartoffel und die Rübe, die packen wir hier rein. Salzwasser füllen. Ja, dann leeren wir das wieder hier rein. So gibt es immer wieder ein bisschen Ersatz. Kunststoff brauchen wir bitte. Das brauchen wir auch. Das geht auch gleich vorbei. Ah, da hinten ist ein Fass. Nein, die Gier sagt zwar, nimm mich, aber die Vernunft sagt, nein, wir, glaubt mir, wir kommen an noch so vielen Fässern vorbei. Klar, das war jetzt ein Fass, das war jetzt unheimlich wichtig, aber ich sag's euch, so, jetzt hier mit E können wir die Pflanzen bessern. Und schon sieht das doch wesentlich besser aus. Jetzt warten wir mal, bis da die Ernte fertig ist. Dann holen wir uns mal die Ernte an Bord. Dann bin ich mal gespannt. Was ich allerdings noch nicht gebaut habe, sind diese komischen Fischernetze gewesen. Die müssen wir erstmal erforschen. Was war denn das? Ah, das ist immer mal hier, habe ich schon festgestellt, das ist immer mal so ein kleiner Bug, sobald die Strömung hier richtig groß wird, kann man dann nicht mehr so gut looten. Warum, weiß ich auch, ne? Oh nein. Okay. Kunststoff nehmen wir mit. Dann warten wir gleich mal. Oh, hier kommt wieder so ein Fass, ne? Mal sehen, schaffen wir das? So hoch wie es geht nach hinten. Es schwimmt auf uns zu. Nein. Okay, noch höher. Ja, wir haben es. Schaut mal, wir haben es. Jawohl. Okay. Ja, ich drehe mich ja mittlerweile immer schon um, wenn ich irgendwas auf der anderen Seite sehe. Ja, seht's mal bitte nach. Ja, es fehlt halt jetzt irgendwas zu essen. Ne, zu trinken hätten wir gleich wieder. Ja, das ist schon mal richtig top. Was halt jetzt noch fehlt, ich hoffe mal, in so einem Fass ist noch was drin, ist was zu essen. Oder, hatte ich auch irgendwo gesehen, wir bauen uns eine Angel. Mit einer Angel kann man fischen. Das weiß jedes Kind. Und du hast wieder hier irgendwas, hast uns abgebissen. Oh, wir haben den Plan gelernt. Wird mit dem Empfänger verwendet. Okay. Da brauchen wir wahrscheinlich noch was dazu. Macht nichts, alles gut. Habt ihr gesehen, was im Fass drin war? Ah, definitiv mal nichts zu essen. Okay, das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Weil wir kriegen gleich richtig Hunger. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Das Gute ist dran, Angel. Dann werden wir jetzt erstmal ein, zwei Fische angeln. Weil die Fische, die geben uns sehr, sehr viele Nahrungsprozente wieder. Jetzt gucke ich nur mal auf den Boden. Das ist eine rohe Makrele. Jetzt gucke ich nur mal auf den Boden, wie weit ich noch wegstehe hier vom Rand. Und als nächstes sollte man eine Waffe bauen. Nein! Oh nein! Genau das habe ich gemeint. Genau das habe ich gemeint. So, jetzt warten wir mal, bis der nächste Fisch angebissen hat. Und dann ziehen wir uns noch das Fass. Und dann haben wir uns in der Zwischenzeit gleich den Fisch auf dem Grill. So, sehr schön. Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Das Fass, das kommt auf uns zu. Also alles gut soweit. So. So, dann platzieren wir hier mal die Makrele. Wir nehmen das Wasser weg. Ja, sorry für das Gerucke. Aber manchmal muss das extrem schnell gehen. Und dann hast du nur ganz, ganz wenig Zeit zum Looten. Aber schon sieht das doch eigentlich so gar nicht schlecht aus, finde ich, oder? Was meint ihr? Jetzt haben wir gleich einen Fisch, den wir essen können. Der gibt uns erstmal richtig viel Nahrung wieder. Sehr schön. Bauplan Empfänger. Du kannst jetzt erforschen Empfänger. Okay, was mache ich mit dem Empfänger? Kann in der Forschungstabelle erlernt werden. Okay. So, Süßwasser. Schaut mal. Also das zu trinken, das sieht ja wirklich mal gut aus, oder? Kann man eigentlich mal nicht meckern. Was wir jetzt als nächstes bräuchten, wären irgendwie mal ganz dringend vielleicht
dass wir doch das Raft etwas vergrößern. Das würde mich... Nee, wir machen es anders. Nicht nur das Raft vergrößern, sondern ich würde ganz ehrlich vorschlagen, wir warten erstmal noch auf diese zwei hübschen Fässer hier, die hier gerade mal so auf uns zukommen. Ich glaub's nicht, ne? Ich wollte doch eigentlich alles haben. Okay, alles gut. So, dann nehmen wir hier mal die Makrele vom Grill runter. Jetzt haben wir hier eine gegarte Makrele. So, und jetzt essen wir das mal. Und jetzt schaut mal. Und schaut mal, was da jetzt passiert. Also, das bringt richtig was. Kann man sagen, was man will? Das bringt richtig was. So, oh, wie viele Fässer hier sind. Und dieses Spiel möchte, dass wir auf jeden Fall... ich sag mal, Richtung diese Insel fahren, oder? Dankeschön. Das nehmen wir so. Ja, das Fass hätten wir auch so nehmen können, aber ihr wisst ja mit der Geduld, da habe ich es nicht so. Das muss man bei Raft, auf jeden Fall muss man das lernen. Schaut mal. Also, ich würde jetzt sagen, wir bauen auf jeden Fall noch an der Seite, bauen wir mal noch ein paar so Elemente an. Ich würde sagen, hier. Jetzt hätten wir hier mal eine Viererriege. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal mit dem Forschungstisch weiter. Der Forschungstisch ist so ein Tisch, wo man verschiedene Materialien rein, ich sag mal, reinbunkern kann. Und diese Materialien eröffnen dann andere Teile, die man bauen kann. Und zwar so viele, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich habe nur mal einen Hauch davon, habe ich nur mal erforscht, wo ich... Ah nein, jetzt ist der Haken kaputt. Ja. Ich habe nur mal eine kleine Idee. Ich habe nur mal zwei, drei Mats reingetan. Hier, Forschungstisch. Oh, wir brauchen noch sehr viel Holz. Sehr viel mehr Holz. Und das sieht auch komisch aus, ne? Die Steine. Aber egal. Sag mal, wir stranden jetzt ganz knapp an der Insel dran. Aber wir können es noch nicht machen. Das, was wir auf jeden Fall noch bauen sollten jetzt. Hier, schaut mal. Das wäre auf jeden Fall ein Speer. Also sagen wir, der Speer, der wäre hier schon mal Gold wert. Jetzt nehmen wir mal den Speer runter. Kartoffeln hätten wir jetzt wieder. Und hier können wir jetzt mal ernten. Deshalb würde ich vorschlagen, wir packen jetzt mal eine Rübe drauf. Essen inzwischen mal den Hering. Und dann würde ich die... Ah nein, jetzt habe ich die Rübe gegessen. Ach nein, okay, schade. Ja, so geht das mit... Mist. Okay, das war wieder Holz. Hier vorne kommt wieder ein schönes Fass. Und so würde ich vorschlagen, bestreiten wir erstmal die ersten Folgen, weil das Wichtige ist erstmal zu essen, zu trinken. Das Wichtige hier sind Palmenblätter, das sind Planken, das sind Schrott. Schrott, da kann man zum Beispiel, Moment, Schrott kann man, mit Schrott kann man Nägel bauen. So. Und die Palmblätter hier, wenn man Glück hat, da kommen dann immer so zwei, drei Stück auf einen zu. Das ist dann wirklich wie ein Sechser im Lotto. Genauso hier. Natürlich muss man auch zwischendurch mal irgendwas treffen, das wäre gut. Zum Beispiel das und das, perfekt. Dann schwimmt ja das Teil noch an uns vorbei. Nehmen wir auch gleich mit. Sehr gut. So. Schauen wir mal. Forschungstisch. Natürlich brauchen wir wieder... Wir brauchen natürlich noch mehr Planken. Ist klar. Also. Nein. Planken. Übrigens habe ich die Musik so eingestellt, dass sie erstens ein bisschen leiser ist. Und zweitens, dass die nicht immer gleich kommt, die Musik, sondern die hat so eine kleine Pause zwischendrin. Und dann kommt wieder ein anderes Lied, weil ich finde, also diese Musik hier, die ist übelst geil entspannt. Und vor allen Dingen passt die so schön hier zu diesem Spiel. Also ich habe mir die wirklich mal angehört und ich finde die richtig stimmig. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Finde ich richtig geil. So. Stopp. Du bleibst hier. Kunststoff. Hey! Also unser Detlef, also manchmal, ne, vor allen Dingen, wenn er hier dann wieder Hunger hat. Also ich weiß auch nicht.
Sehr schön, sehr schön. Ja, die Palmblätter kommen, die Palmblätter, da können wir schöne Seile draus machen. Das passt an Holz. Auf jeden Fall sollten wir hinten das Kunststoff, das sollten wir uns gleich nicht ergehen lassen. Garderübe aufnehmen, Planken wieder da, das hätten wir. Trinken wir mal einen Schluck. Ja, und so läuft das. Also so läuft das hier bei Raft. Zumindest in den Anfangsminuten. Es geht leider nicht anders. Nö, das, was heißt, es geht leider nicht anders. Das ist erst einmal das Spiel. Weil man muss sich entscheiden, was man macht. Entweder man baut das Floß weiter aus. Oder man kümmert sich hier primär ums Essen und ums Trinken erstmal. Oder man schafft Ausrüstung. Man schaut, was man machen kann und so weiter und so fort. Und dann geht man vielleicht mal auf Erkundung an irgendeine Insel. Es gibt da so viele Sachen, was man hier bauen kann. Nicht, dass ihr denkt, dass wir hier zum Beispiel kein Segel bauen können. Nein, nein. Natürlich kann man hier ein Segel bauen. So, ich würde vorschlagen, den Forschungstisch, den bauen wir gleich mal hierher. So, dann warten wir mal noch auf die 2, 3 Mats, die hier durch die Gegend schwimmen. Ist nicht euer Ernst. Ja. Dankeschön. Da hätten wir wieder Kunststoff. Und es ist auch gleich wieder... Na, schaut mal, es ist auch gleich wieder Essenszeit. So schnell wie das hier geht. Dann müssen wir wieder eine Kartoffel draufsetzen. Das dauert wieder ein kleines Stück. Dann sollten wir auf jeden Fall diese Rübe, sollten wir bitte nicht, wenn es geht, bitte nicht essen. Okay, das wird mit Süßwasser gefüllt. Ja, und schon sieht das wieder besser aus. Natürlich, natürlich geangelte Fische sind natürlich viel, viel besser. Ich glaube, einen können wir mal noch angeln. Wir können ja zwischendurch, können wir uns hier mal umgucken, ob hier noch irgendwas gerade eben vorbeischwimmt. Nein, tut's nicht. Das heißt, wir angeln mal schnell. Jetzt müssen wir allerdings warten, weil das Fass kommt. Nein. Wir nehmen das Fass mit. Komm her, mein Freund. Dankeschön. Dann würde ich sagen, werfen wir hier mal noch die Angel aus, bevor das nächste Fass... Oh, schaut mal hier hinten. 4 Stück. Ah, da kriegen wir doch auf jeden Fall was, oder? Was sagt ihr? Ey. So, na komm her. Keine Gier, keine Gier. Alles gut. Das Fass, das bekommen wir. Er hat uns da hier vorne wieder was abgenagt, das ist klar. Für einen Speer war es jetzt reichlich knapp, aber jetzt haben wir zum Beispiel eine gebratene Kartoffel. Jetzt könnten wir erst einmal das Holz wieder weglegen. Dann legen wir mal den Fisch auf den Grill. Das hier könnten wir auch gleich wieder ernten. Also alles gut. Ihr seht, es wird langsam mit. Wenn man das ein bisschen raus hat, wie das funktioniert, dann passt es schon. Und hörte diese Tapser. Ja, ihr glaubt's nicht. Der Kerl rennt tatsächlich hier barfuß durch die Gegend. Sehr schön, dankeschön. Klasse, okay. Kurz noch was trinken. Hm? Nur keine falsche Gier, alles gut, alles gut. Die Gier ist hier wirklich, die ist wirklich ganz, ganz fehl am Platze. Natürlich können wir dann irgendwann später im Spielverlauf verstärkte Enterhaken bauen, die wir dann deutlich, deutlich weiter werfen dürfen. Dann dürfen wir sogar, ich glaube, dann dürfen wir sogar eine Waffe bauen, einen Pfeil und Bogen oder was das war. Und was mich dann noch interessieren würde, oh, Delfine, schaut mal, Delfine, geil. Und das in der ersten Folge. Ich liebe es, geil, mega. Hier drüben ist eine Insel. Und hier drüben ist auch eine Insel. Was ist denn das für eine komische Insel? Wir könnten hier natürlich auch mal schnell einen Paddel bauen. Und könnten mal gucken, was wir auf der Insel finden. Das könnten wir tun. Aber wir lassen es erstmal. Es gibt noch so viele, glaubt mir, es gibt noch hier so viele Dinge zu entdecken. Also, so. Das war Salzwasser, was wir gerade getrunken haben. Natürlich. Okay. Wir hätten hier noch einen Fisch, den wir hier noch drauf packen können. Dann würde ich vorschlagen, den anderen Fisch tun wir auf jeden Fall mal essen. Und dann sieht das hier mit unserer Essensstatistik, das sieht ja schon viel, viel besser aus, oder? Was meint ihr? So, dann werfen wir mal hier vorne noch aus. Genau, genau. Die hätte ich alle beide. Dankeschön. Und vielleicht kriegen wir dann hier hinten auch noch... Nee, das Holz kriegen wir nicht. Aber wir kriegen die zwei.
Und wir kriegen auch das Kunststoff. Und wir bekommen natürlich auch dieses Fass. Sehr schön. Also wir sind hier noch mittendrin in dieser Müllwelle drin, sage ich jetzt mal. Ne? Also für die Umwelt ist das ideal, was wir hier machen. Ne? Wir fischen alles aus dem Meer raus. Wir verwerten und verwenden alles wieder. Und ja, finde ich richtig gut. Okay. Dann warten wir noch auf das Fass. Dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, das Fass würde ich auf jeden Fall gerne noch haben wollen. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir vielleicht dann das Raft noch etwas vergrößern. Während das Raft nicht nur vergrößern, sondern werden vielleicht auch mal anfangen, einen zweiten Stock drauf zu bauen. Dafür bräuchte ich natürlich zwei, drei kleine Kisten, die wir irgendwo mal hinpacken sollten. Schaut mal, einfach stehen bleiben, genießen. Das Zeug kommt hier von automatisch angeschwommen. Finde ich richtig gut. So. Und jetzt warten wir mal noch hier auf diese. Na, ich sage mal, wir warten auf die Kiste, dann machen wir. Nee, das ist tatsächlich jetzt die letzte Kiste. Eine schöne große viereckige. Da hinten kommt die nächste. Nein. Oh, und wie viel Palmblätter. Absolut. Okay. Das Inventar ist fast voll. Was heißt das für uns? Ich kann es euch auch sagen, was das für uns heißt. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir anfangen mit Kisten bauen. So, die Kartoffel essen wir. Und ich sage mal, unsere Tasse legen wir hierher. Und dann... Das Fass kommt trotzdem noch, ne? Naja, dann kommt es halt. Dann vielen, vielen Dank fürs Zugucken für die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge mit dabei seid. Und wenn ihr mich ein kleines bisschen unterstützen wollt, hier gerade bei unserem geilen neuen Let's Play Raft Projekt, dann kommentiert die Folge sehr, sehr gerne, liked die Folge. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, und hinterlasst ein Abo und vor allen Dingen abonniert die Glocke. So kriegt ihr auch sofort eine Benachrichtigung, wenn die zweite Raft-Folge online ist. Danke fürs Zugucken, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.